Hallo und willkommen mal wieder zu einem Video von mir. In diesem Video geht es darum, wie es denn bei mir mit YouTube weitergeht, zumindest was ich vorhabe. Ob ich so weiterführen will, kommt natürlich ganz darauf an, ob ich da immer noch Lust drauf habe, wenn ich dann wieder regelmäßig das hochlade. Und ich werde auch dann nochmal so über die letzten Zombie-Maps reden, die in Black Ops 3 gekommen sind. Im Hintergrund werdet ihr aber erstmal ein bisschen Battlefield 1 Gameplay sehen und werde ich wahrscheinlich einfach nur ein paar Highlights zusammenschneiden. Wie ich jetzt eigentlich umsteigen will, das heißt umsteigen auf bei YouTube. Seitdem ich wirklich LoL gespielt habe, hatte ich eher einen Drang dazu, Competitive-mäßiges zu spielen. Also wo man wirklich sich gegen andere messen muss. Und da ist auch schon der große Grund, wieso ich bei Zombie keine Lust mehr gesehen habe. Das ist Rundenrennen, das kann jeder mit ein bisschen Training. Also, und da spielt man sowieso nicht gegeneinander, das ist für mich zu langweilig geworden. Hätten sie den Creep-Modus drin gehabt, wäre ich zu 100% noch mit dabei gewesen, weil da spielt man wirklich gegeneinander und dann versucht man halt die anderen auszuschalten. Bei LoL ist es halt so gewesen, man ist halt 5 gegen 5 und man versucht halt immer den anderen zu outplayen oder allgemein das ganze Team strategisch kaputt zu machen. Deswegen komme ich wieder so ein bisschen zurück zu COD, aber zu dem Multiplayer, denn ihr wisst ja alle wahrscheinlich, dass bei Infinite Warfare Call of Duty Remastered mit dabei ist und COD 4 ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Das ist das erste COD, was ich gespielt habe. Bei einem Kumpel habe ich damals angefangen und da war ich einfach nur so geflasht davon und jetzt kommt halt die Remastered Version wieder davon zurück. Deswegen werde ich das zocken und was ich da dann auf YouTube bieten will, ich denke mal, ich werde erstmal nur zweimal die Woche hochladen. Ich denke mal Dienstag, Mittwoch, eins von den beiden Tagen oder da und dann noch Samstag, Sonntag, muss ich schauen, wie es mir am besten passt. Ich denke mal Dienstag, Samstag, diese Kombination wäre eigentlich so okay. Und was ihr da erwarten könnt, ist nicht wirklich ein Road to Prestige, sondern ich werde einfach nur zocken, werde Gameplay aufnehmen, werde davon dann die besten Momente, na gut, besten Momente, es müssen natürlich nicht übelste Awesome Kills sein oder so. Ich versuche einfach nur ein bisschen Entertainment rüber zu bringen, das noch ein bisschen lustig zu gestalten mit Soundeffekten, die natürlich nicht zu übertrieben sind, dass ich da nicht zu viel reinballer, denn ich habe mal einen YouTuber gesehen, der hat versucht anscheinend das selber zu editen und der hat zu viel Soundeffekte benutzt. Also ich muss da selber erst so die Balance finden von den Soundeffekten, wie viel und nicht, dass ich die 10.000 mal wiederhole. Also muss ich selber erstmal mich reinfinden. Ich denke mal, die ersten paar Videos werden von der Qualität her erstmal schlechter sein. Vom eigenen Editing, dann muss ich mich auch noch so ein bisschen in die Thumbnail-Materie wieder reinarbeiten. Die Clickbait-Titel, die ja in den letzten Monaten so langsam hochkamen, jedes YouTube-Video von irgendeinem YouTuber ist ja irgendwie Clickbait-mäßig. Also, dass man einfach nur einen Titel da, also sag mal so, das ist ein Bildtitel, ja, wie die Bildzeitung ihre Überschriften wählt, so ist es dann langsam ins Internet gekommen. Sehr schlimm ist zum Beispiel Huffington Post. Wenn sie das nicht essen, dann werden sie in den nächsten 7 Tagen sterben oder, ach, das ist komplett übertrieben, aber so oder so in der Art ist es langsam auf YouTube rübergewachsen, diese Clickbait-Scheiße. Und ich will es nicht so Clickbait-mäßig machen, aber ich will es auch nicht machen wie sonst vorhin immer, was ich, dass ich es nenne, Gameplay 1, das war YouTube 2010, sage ich mal, also so nennt man die Titel wirklich auch nicht mehr. Ja. Also wie gesagt, es wird so ein Best-of einfach sein von mehreren Gameplays, sagen wir mal so, ich werde 3 Games spielen, davon werde ich die besten Momente in einem Video zusammencutten. Ich versuche vielleicht so 10 Minuten das Video zu machen und ich muss einfach selber mal schauen, wie es denn so wird. Vielleicht werde ich auch dann von Infinite Warfare Zombie Gameplay hochladen, aber da dann wahrscheinlich nicht Best-of-Momente, sondern wirklich Gameplay. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, weil der Trailer hat mir allein schon nicht zugesprochen, das ist einfach nur komplett auf die lächerliche Schiene geraten. Ist nicht so wirklich meins. Ja. Dann ist es mit der YouTube-Sache schon mal so gesagt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es denn euch gefallen würde, was ihr denn für Tipps für mich hättet oder in was für eine Schiene ich vielleicht auch noch mit reinspringen soll von Content her. Und jetzt will ich einfach als letztes über die Zombie-Maps reden, die letzten, wo ich ein paar ganz kurz angespielt habe und eine überhaupt nicht. Also Eisentrache hatte ich ja noch Tutorials hochgeladen, das ist ja klar. Dann die japanische Map, ich weiß gerade den Namen nicht, habe ich nur einmal gespielt, das war schon länger her. War von der Map her eigentlich okay. East Side habe ich mir angeschaut, auch nicht schlecht. Gohot Krobi, das ist der einzige Name, den ich so noch kenne, der jetzt nicht englisch ist, weil er sich einfach cool anhört. Das ist ja die russische Map.
War eigentlich auch cool. Ich habe gesehen, das Easter Egg dauert ungefähr 2 Stunden. Das ist ganz schön harte Arbeit. Und als allerletztes dann Revelations. Da habe ich auch das mal ganz kurz gespielt. Ist eine coole Map, weil es auch viele andere Maps, viele alte Maps wieder zusammenfügt. Aber im Trailer habe ich schon gesehen, das ist, also die ganze Story war für mich einfach nur aus dem Arsch rausgezogen. Ich weiß nicht, natürlich habe ich die Story nicht mehr verfolgt, ob das alles überhaupt dann logisch ist, weil auf einmal taucht der Dr. Mondi auf und die Aliens kommen ja wieder alle und für mich war das einfach nur alles aus dem Arsch gezogen. Und ich weiß nicht, ob die Story wirklich gut beendet wurde, keine Ahnung. Das Easter Egg habe ich glaube ich auch noch nicht angeschaut. Vom Revelation. Müsste ich nochmal machen. Das war eigentlich nur so meine Meinung davon. Und wie gesagt, ich versuche einfach nur jetzt auf YouTube ein bisschen Entertainment rüberzubringen. Durch gute Videos mit etwas gut. Mit dem, am Anfang zum ersten Mal etwas gut. Und dann, dass ich mich hoffentlich qualitativ steigere. Zombie Gameplay wird kommen, eventuell. Ich denke mal schon, weil es sind ja meine Wurzeln, wo ich herkam und. Das kann ich ja schon mal bringen. Wenn es denn okay ist, dann. Oder wenn es denn gut ist, der Zombie-Modus, vielleicht gibt es auch mal mehrmal Gameplay davon. Aber eigentlich will ich mich eher darauf konzentrieren, Entertainment rüberzubringen, Best-of-Videos zu machen von COD4. Also da will ich mich wirklich darauf konzentrieren. Das ist ein Spiel, worauf ich mich schon sehr, sehr lange freue, dass es endlich mal kommt. Und ich will da eigentlich wirklich das durchsuchen. Aber halt, das Spiel soll erstmal in den nächsten Monaten das Spiel sein, was ich am meisten zocken werde und hoffentlich auch. Machen werde. Ja, dann war es das auch schon von dem Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ich hoffe mal, von meinen knapp 800 Abonnenten werden irgendwelche noch zu mir halten und auch noch zuschauen. Ja, ich mache mich mal ans Thumbnail machen dran und das Video schon mal ein bisschen editen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich auch schon ein bisschen was Lustiges mache, weil da hatte ich, glaube ich, eine lustige Aktion. Aber von dem nachgesprochenen Commentary passt das eher nicht dazu, eher bei einem Live-Commentary und da dann noch was dazu editen von Soundeffekten oder so, passt eher beim übergesprochenen Kanal. Ich muss mal gleich schauen, wie das ausschaut. Das sollte aber jetzt noch ein Video gewesen sein. Macht's gut.